Hallihallo, willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ich habe eine neue Aufnahmesession und ich beginne hier mal zwischen den hübschen Mädels. Ezio gefällt das natürlich hier. Ich habe mir schon mal mein erstes Ziel ausgesucht und zwar habe ich vor, mal zu Leonardo zu gehen. Der wurde nämlich auf der Karte angezeigt. Okay, was ist mit den Wachen? Nehmen die mich wahr? Nee, nicht, weil ich schön ordentlich langsam gehe. Das wird der Grund sein. Gesucht werde ich zwar. Wow. Sehr gut. Ich dachte, ich hätte den Typ mit der Kiste umgerannt. Apropos Kiste, da war... Na, geht mal schön an mir vorbei, ohne die Kisten fallen zu lassen. So, wo haben wir denn nochmal Leonardo? Salute. Ja, salute. Hier war das doch irgendwo. Genau, hier links rum die Tür. Richtig. So. Haben wir denn vielleicht noch ein paar Codex-Seiten, die er für uns entschlüsseln Leonardo. Kann? Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ah, okay. Hoch, dann dasselbe umgekehrt. Prego. Sehr gut. Codex-Seite entschlüsselt. Das ist prima, denn bevor wir dann wieder zurück zur Villa gehen, um auch das Geld da mal abzugreifen, können wir direkt die Codex-Seite dort an die Wand packen. So, wo geht's denn hier jetzt weiter? Geh mal hier hoch. Wo ist denn der Erinnerungsanfang, der auf der Karte hier angezeigt wird? Unten war er jedenfalls nicht. So, jetzt sind wir mal ganz oben. Ah, da steht auch schon jemand. Ist hier noch... Da unten ist noch ein Steckbrief. Geben wir uns den eben holen. Ach, das können wir immer noch machen. Gucken wir doch erstmal, was der Typ hier für uns hat. Ben trovato, Ugo. Was gibt es denn? Ihr und Rosa konntet vom Setter entkommen. Die anderen hatten weniger Glück. Emilio schnappte sie und nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk, aber genauer, nein. Ihr müsst nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück. Okay, die Diebe befreien, die Emilio gefangen hat. Machen wir doch mal. An Hinrichtungen hat der gute Ezio ja ganz schlechte Erinnerungen. So, Santa Maria Gloriosa dei Frari. Ja, ja, schon klar. Guck mal gerade auf die Karte. Welches Ziel ist denn am nächsten? Jo, das nimmt sich, glaube ich, so gar nichts. Dann gehen wir erstmal da hinten hin. So, das müsste in die Richtung sein, genau. Dann lass dich mal hängen. Dann nehmen wir auch gleich hier diesen... Wupp. Diesen Steckbrief hier mit. So. Unser Kämpfen nähert sich. So lacht und tanzt und singt. Ja, ein bisschen Musik unterwegs kann nicht schaden. Hallo, junger Mann mit Kiste. So, gucken wir doch mal. Hier ist nichts für dich, Kaffone. Leute, heißt das Sie, der Republikaner geworden. Geh mal weg hier. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. So, danke. Hört, hört! Was geht ihr denn von mir zurück? Ist eine ordentliche Belohnung ausgesetzt worden. Ja, ja, hier, nimm mal. So. 50% hat sich das Ganze jetzt gesenkt. Prima.
Gehen wir mal hier hoch. Vielleicht können wir von oben unser Ziel erkennen. Was? Hört nur, wie sie jammert. Erbärmlich. Kein Wunder, dass ihr Meister sich versteckt. Okay. Wo ist Emilio? Da müssen wir einen befreien. Okay, okay. Versuchen wir das mal heimlich zu machen. Wobei, die drei sind ja jetzt weg. Kann ich von hier ein Attentat machen? Das wäre ja zu geil. Nee, da noch nicht. Aber vielleicht von hier oben, von dem Dach. Kommen die anderen wieder? Na, wieso kann ich denn von hier kein Attentat machen? Das ist sehr schade. Aber ich denke mal, von diesem Vordach aus sollte das funktionieren. Warnung, Sperrgebiet, ja. Da wird doch Attentat schon angezeigt. Dann machen wir das mal direkt. Zack. Na okay. Sind wir doch auffällig geworden. Au. Hallo? Was macht denn die Kamera heute? Ich sehe überhaupt nicht. Und er macht auch so überhaupt nichts. Er steckt immer wieder die versteckte Klinge weg. So. Mann, Mann, Mann. Irgendwie hat die Steuerung gerade nicht so richtig funktioniert. So, kann ich denn interagieren? Weil eben stand irgendwas um... Ich soll anonym werden. Es geht aber wohl auch so. Na, das geht ja heute mal richtig gut los. So. Einer muss überleben. Wo müssen wir denn jetzt hin? Kommt ihr jetzt mit mir mit, oder wann? Nimm mal gerade das Zettelchen hier. Ach, die müssen wir jetzt da ganz zurückbringen. Da hinten stehen aber auch Wachen. Könnt ihr denn auch klettern? Ich glaube ja, oder? Ihr seid doch gerade auch geklettert. Dann kommt man mit hier hoch. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Der Strafkatalog für Wucher und unlautere Geschäfte in Venedig wurde überarbeitet. Die neuen Strafen wurden als... So, da machen wir uns nämlich hier oben auf den Weg. Epp. Das ist prima, dass ihr da auch klettern könnt. Und das als Nicht-Assassinen. Warum auch immer. Weppa. So, und hier hoch. Da vorne ist doch auch schon das Ziel. Einer muss überleben. Also drei dürfen jetzt noch hier abstürzen. Aber ich denke mal, die schaffen das alle vier. Kommt ihr denn mal? Brav. Gut, hier lang. So, jetzt holen wir uns die nächsten. Dann gehen wir mal hier über die Dächer. Ach, papalapap. So, da sehen wir auch noch nicht so viel. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal diesen Turm hier direkt mit. Das macht auch Sinn. So, mal hier rüber. Da kommst du nicht hoch.
Naja, da hat mich schon wieder einer gesehen. Aber der kann mich mal. Kommst du denn hier hoch? Nein, kommst du auch nicht. Jetzt geht das schon wieder los hier. Dann lass dich mal da hängen und dann gehen wir mal hier rüber. Ich denke, dass du doch... Hier kommst du doch hoch, Ezio. Ich verstehe das nicht. What? Was macht er denn? Oh, wir werden gesucht. Nicht gut. Schwimmen wir mal ganz schnell aus diesem Kreis hier raus. Ich wollte doch nur ganz unauffällig diesen Turm da hoch. So. Wie kommt man denn hier ganz unauffällig aus der Plörre raus? Hier geht's raus. Sehr gut. Mann. Verehrte Bürger, in seiner Weisheit hat der untere Rat erlaubt, dass die Handelswege mit den Hafenstädten der Piratenküste wieder geöffnet werden. Eine Vereinbarung, die... Ui, wo geht's denn hier rein? Ganz schön dunkel hier. Ist das Innere vom Turm? Kommen wir denn hier vielleicht hoch? Wird sie auch irgendwann mal hell? Oh, hallo! Was kann ich dich, hä? Ich geb dir gleich, du kannst mich. Müsste man noch hochkommen, oder nicht? Oder nie, oder wie, oder was? Hep. Achso, ja, hier waren wir natürlich schon mal. Da waren wir dann noch abgestürzt. Aber ich verstehe nicht, dass Ezio hier nicht hochkommt. Raff ich nicht. Ja, jetzt kommt der Nächste, genau. Wo bist du denn? Ach, da hinten. So, das lässt du mal ganz schön bleiben. Hoppala. Erstmal schön vorbeigegangen. Und jetzt will ich diesen verdammten Turm hier hoch. Gibt's doch nicht. So, gucken wir mal von hier. Kannst du denn nicht da dran springen? Wieso springt der denn da nicht dran, wenn ich von hier aus losrenne? Na, geht doch. Aber er klettert trotzdem nicht weiter hoch. Warum nicht? Nicht hoch, nicht runter. Gibt's da nicht. Hm. Der muss doch da hochkommen. Ach herrje, was halte ich mich wieder zu sehr hier auf? Halte ich mich auf, dann rege ich mich auf. So. Wollen wir nochmal ins Wasser? Können wir in die Richtung da schwimmen, um zu dem nächsten Gefangenen zu kommen? Yes. Endlich mal einen schönen Kopfsprung gemacht. Schwimmen wir mal hier durch. Wo auch immer wir hier jetzt landen. So. Auf jeden Fall an einem Bötchen. Machen wir uns mal die Mühe und nehmen das ja auch mal mit, was hier so rumliegt. Was ist das hier? Warum leuchtet das so? Ist hier die Karte zu Ende, oder?
Ah, Gebiet noch nicht verfügbar, genau. So. So sehe ich aber nichts. Hier sind natürlich jetzt Wachen. Schwimmen wir hier nochmal drunter durch. Gehen wir mal hier hoch und nutzen da hinten an der Brücke vielleicht mal die Möglichkeit rauszukommen. Kommt der denn überhaupt hier raus? Oh, Gott sei Dank. So, ich müffel jetzt zwar ein bisschen. Müffeln. Wo rennst du denn lang? So, hier sind auch Wachen. Dann müssen wir wieder den altbewährten Weg übers Haus gehen. Ich wollte gerade sagen, hier kommst du dann auch nicht hoch, oder was? Der Mond, wie hübsch. Beim Mondschein die Leute retten. So. Gucken wir mal. Springen wir mal hier rein. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit. Vielleicht flocken wir eure Schädel auf. Besser, wir hängen ihre Leichen einfach aus den Palastfenstern. Ups, ihr habt mich also schon gesehen, ja? Egal. So, jetzt klappt die Sache hier wenigstens. Was sind das für Wachen? Die rennen alle weg. Okay. So, dann kommt mal mit. Folgt mir nach. Oh, damit möchte ich nichts zu tun haben. Musst du auch nicht. Wir gehen wieder hier hoch. So. Hoffentlich geht das jetzt ein bisschen flotter hier. Gehst du bitte weiter hoch, danke. So, hier weiter über die Dächer. Ein beherzter Sprung darüber. Ihr seid noch hinter mir, das ist sehr gut. Hepp, hepp. Dann hier rüber und darüber. Und dann müssten wir doch eigentlich nur noch hier hoch. Da hinten müssen wir hin, genau. Nochmal schnell an der Wache da vorbei. Ich kann den nicht verstehen, wenn er so röchelt. Über das Seil drüber. Komm, ein bisschen schneller alle mal hier. Dieser blöde Turm da hinten. Wieso kommt man da nicht hoch? Und warum gibt es hier keinen Helikopter? Damit käme ich ganz prima dahin. Queen, tun wir es. Wieso sind denn hier nur drei angekommen? Na gut, na gut. Gehen wir mal zu dem letzten. Ah, da hinten steht wieder eine Wache. Aber die soll uns nicht groß stören. Mit der wären wir schon fertig. So. Ach, da ist auch noch jemand. Ja, ja. Du vergisst mich ganz schnell wieder. So, wo müssen wir denn hin? Ah, da hinten ist der Käfig. Gehen wir mal darüber. Oh, das war knapp. App hier rüber. Und dann machen wir mal von hier oben das Attentat wieder. Die Märkte gehören dem Volk. Emilio sagt, er strebt nach einer. So, diesmal hat auch kein anderer gemerkt,
Das ist super. Dann kommt man direkt mit hier hoch, bevor uns dann doch noch jemand sieht. Wupp. So, hier wieder zurück. Die gehen unten lang. Ach, hier kommt da lang. Okay. Ihr seid aber mutig, da unten lang zu gehen. Junge, Junge, Junge. So, hier rüber und dann sind wir auch schon gleich da. So, kommt schnell, kommt schnell. Okay, die waren nicht schnell genug. Kommt mal ein bisschen schneller hier. So. Los geht's. Beeindruckend. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr so schnell seid. Ich gefalle gerne. Ich unterrichte Antonio über euren Fortschritt. Kommt später zurück. Ich habe noch einen Auftrag. Was für einen Auftrag? Trefft mich bei den Docks, dann sage ich mehr. Molto bene. Okay, die Gefangenen haben wir also da jetzt schon mal befreit. Das ist sehr gut. Ausbruch, genau. Und wie es weitergeht, das schauen wir uns gemeinsam in der nächsten Folge an. Bis dann, ciao.